try to take the best of me. Go away! No! Try to take the best of me! Go away! No! Try to take the best of me! Go away! No! Try to take the best of me! So Leute, willkommen zurück zu Ruby Destiny Reign of Legends. Weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zum 6. Norden. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, let's go. Und wir müssen hier ein Finion besiegen. Oh Gott, ein Finion, jetzt habe ich aber Angst. Level 35 für Trishy. Und ja, im letzten Part haben wir unseren Bruder Kevin platt gemacht. Wir haben ein dunkles Lugia gesehen, das Blitz in eine dunkle, finstere Welt geschleppt hat und keine Ahnung. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Suche nach weiteren Orden. Und vielleicht noch einen neuen Teammitglied, keine Ahnung. Ich habe mir noch nichts wirklich überlegt, was ich noch ins Team nehmen möchte. Ich fange mir einfach das, was sich als interessant erweist, würde ich mal sagen. Und was für ein Typ in meinem Team noch nicht vertreten ist. Ja, irgendwas halt. Mal schauen. Irgendwas werde ich schon noch finden. Kein Problem eigentlich. Und ja, nächster Trainer. Ein Luminion. Hat einen coolen Sprite, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Und ja, besiegen wir das mal schnell. Noch ein zweites. Das wir auch noch platt machen. Bams. Ja. Okay, so, dann gibt es hier im Wasser noch wilde Finion, aber wir haben ja schon ein Wasser-Pokémon, also Tuba, Seemon halt. Und ja, hier unten waren wir auch schon mal. So, okay, dann geht's jetzt hier weiter. Bist du auch ein Trainer? Fragezeichen, ja, sehr gut. Ein Vogelfänger mit einem Starralili. Ein Starralili, süß. Besiegen wir das auch und ja, yeah, sehr gut. Und ein Staravia. Cooler Sprite, Staravia ist down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben war, glaube ich, noch eine Höhle, habe ich im letzten Part gesehen. Ja, da wollte ich mal kurz reingehen. Ich will nämlich wissen, was da drin ist. Pelipper, vielfach Schwäche auf Elektro. Das bashen wir für Erfahrungspunkte umsonst. Okay, hier braucht man Kaskade. Ja, sehr gut zu wissen. Und verdammt, jetzt habe ich mich hier versurft. Ja, ich wollte auf das Plateau hier und weiter. So, hier gibt es Haspirohr und was noch? Shinox, ja. Sehr schön. Barmelin, ja. Und jetzt sind wir in, Moment, Downpour Town. Hier sollte der nächste Orden sein. Also gehen wir erstmal heilen. Wo ist denn hier bitte die Arena? Hier scheint überall Wasser zu sein. Und ja, hier kann man nicht surfen, okay. Ja, Haus, bla, Strand, da können wir surfen. Sehr gut. Vielleicht ist ja die Arena hier irgendwo. Da ist die schon. Gut gefunden. Gut, da gehen wir sofort rein. Das ging ja sehr schnell. Und ja, was ist das für eine Arena? Downpool Town. Leader Jessica, the Graceful Water Expert. Okay, Wasser-Pokémon. Da kann sich ja Trishy doppelt freuen. Dann ist die Arena auch für sie. Ja, Finion. Boah, wir sind ja total overleveled. Ja, ich brauche unbedingt ein fünftes Teammitglied. Sonst bin ich am Ende total overleveled. Und das wäre total langweilig dann. Aber es geht eigentlich noch. Aber mir macht Spaß, weil das mal was anderes ist, das Projekt hier. Und ja, so. Wie ging das denn hier nochmal? Moment, du warst so. Ja, und du musst hier runter. So, okay, und rein hier. Nächster Trainer. Und ja, Jessica, den werden wir definitiv in diesem Part noch wegbashen. Definitiv. Ich will eigentlich nicht mehr, dass das Projekt so allzu lange dauert. Ja, aus den Gründen, weil ich noch andere Projekte machen möchte halt. Und ja, deswegen wäre gut, wenn das auch mal irgendwann vorbei ist. Wir haben ja schon fast 6 Orden, Level 37, sehr gut. Ja, Spark und yo, Pelipper, Spark besiegt, super. Super, super, super. Ja, den machen wir so, so, so und so. Geschafft, da ist Jessica. Greetings, Latrina, I'm Jessica, Gym Leader of Downpour Town. I wish you okay. Very well, let me see if truly worth of the badge. I'm ready. I have an idea. Kieran und Dustin, I've just got an idea. Let me first test the challenger skills before facing your Jessica. So she, okay. Ja, okay. Oh no, I will test the challenger. Ja, ich teste gegen euch beide, wenn ihr wollt. Ja. Okay, wir dürfen gegen beide wohl kämpfen. Kieran hat ein Corazon. Wir sparken. Bam ist besiegt, kein Problem. Ein Impagator, wir sparken, besiegt, kein Problem. Luminion, wir sparken, besiegt, kein Problem, weil Critical Hit, okay. So, Kieran ist besiegt, jetzt kommt Dustin oder Dustine, keine Ahnung, what? Your whole battle like a real gym leader. Ja, komm, nächster. Leader Dustin. Okay, es sind 3 Arena-Leiter in dem Fall. Okay, er fängt an mit Seemobs, das auch weggemobst wird. Wie jedes andere Seemobs. Sehr gut, besiegt. Swampert. Okay, das habe ich zu spät gesehen. Ja, rufen wir Baum rein.
Baum nutzt seine Vierfachschwäche auf dieses Pokémon mit einem mächtigen Razor Leaf, das nicht trifft. Mudshot, okay. Ist noch nicht mal effektiv, du Nuss, du Freak, du. Ja, schlechter Move. Schwächt Elektroattacken. Warum soll ich jetzt Elektro einsetzen, wenn ich doch Baum habe und fetzt dich weg? Level 38 für Trishy, Level 34 für Baum. Und es versucht Earthquake zu lernen. Haha! Wir verlernen Mega Drain. Brauchen wir nicht mehr den Müll. Wir haben ja noch Razor Leaf. Und jetzt kommt Seedra, da bleiben wir mal drinne und testen sofort mal Erdbeben. Ich will die Erde mal beben lassen. Bams, 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 bams. Fast besiegt. Jetzt beißen wir noch zum Ende. Zum Ende hin wird gebissen und wir treffen nicht. Oh komm, trifft doch bitte, bitte. Ja, besiegt. Und wir sind vergiftet. Na, was soll's, egal. Ja, wir haben sie platt gemacht. What did you say? I'm deeply sorry for what just happened. Dear Challenger, I'm let he heal them. Ihr Pokémon are full healed. Okay, sie hat unsere Pokémon. I'm really sorry. Okay, dann dürfen wir dich jetzt herausfordern, Jessica, mit deinem Wasser-Pokémon. Dürfen wir anscheinend. Sehr gut. Okay, sie sieht aus wie Maike und beginnt mit einem Stern-Du. Okay, wir beginnen mit Spark und es sollte eigentlich besiegt sein. Ja. Spark, Spark, Spark. Und Rillikant. Okay. Ein Wassergestein-Pokémon. Okay, das Level gleicht sich so langsam wieder an. Jawn. Jawn ist nicht gut, deswegen wechsle ich mal zu unserem Baum. Der mächtige Baum. Hyperpolchen. Ja, komm. Da kommt jetzt Razor Leaf ins Spiel. Ist eine Vierfachschwäche. Aber zieht es trotzdem nicht komplett ab. Schade drum. Und ja, ich wollte es gerade besiegen. Na toll, wir schlafen. Und das macht die ganze Zeit nur Jawn. Und jetzt haben wir es platt gemacht. Sehr gut. Lapras. Oh, Trishy kommt wieder rein. Komm. Zeig Lapras mal Spark again. Und ja, Mist ist Weißnebel. Okay, Lapras ist auch besiegt. Jetzt fehlt nur noch Boyelin. Okay, Spark und Dawn. Jessica ist besiegt. Sechs Dawn gehört uns. Never before I've seen a trainer come in Pokémon with more grace than I. Okay, wir haben mehr Grazie gezeigt als sie. Finde ich super. Den Marine Badge kriegen wir. Danke. Und TM3, das ist Waterpulse. Cool. Waterpulse, Aquawelle. Naja, hier regnet es auf jeden Fall. Und ja, ich wollte kurz heilen gehen. Und dann wollte ich mich auf den Weg machen, woanders hin. Keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht, aber ich werde mich weiter umsehen. Irgendwo hier muss es ja weitergehen. Keine Ahnung. Ich werde es schon finden. Irgendwo bestimmt wieder surfen und so weiter. Ja, irgendwo muss ja was sein. Keine Ahnung. Ich werde es schon finden. Ich werde es schon irgendwann finden. Hier schon mal nichts. Okay. Bestimmt nicht hier. Hier ist bestimmt so eine eingekesselte Stadt. Ich glaube mal einfach wieder, dass wir zurück müssen. Ich glaube es einfach mal. Und ja. Hier sind noch Finion. Ich schaue mich trotzdem noch mal kurz um. Bevor ich irgendwas übersehe, was vielleicht wichtig ist. Gut, hier ist nichts mehr. So, dann gehe ich wieder zurück, würde ich sagen. Wohin, weiß ich noch nicht. Aber hier muss irgendwo es einen Weg geben, wo es weitergehen kann. Und auch muss. Ja, da brauchen wir Kaskade. Ich laufe mal hier unten hin, irgendwo. Vielleicht kann man ja hier irgendwo Surfer einsetzen. Da war der Wald. Ja, ich kann mich wieder ein bisschen erinnern. Ja, da kommt man nicht rein. Okay. So laufen wir wieder zurück, würde ich sagen. Wo das Wasser war. Ihr wisst schon, da oben. Wo wir hergekommen sind, halt am Anfang. So, surfen wir mal ein bisschen wieder. Ja, die da, die da. Und yesa. So. Ja, wo geht's weiter? Wo kann man noch Surfer benutzen? Ich glaube einfach mal, dass es durch Surfer weitergeht, weil das ist irgendwie gerade das Schlüssel-Item. Und ja, Mamfaxo ist da wieder. Bam, ist ein dickes, fettes Mamfaxo. Mampf, 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 Mamfaxo. Ja, cutten wir uns hier mal durch und laufen wieder zurück. Aber irgendwo da hinten muss es weitergehen. Irgendwo da, glaube ich. Zwar unsicher, aber möglich. Vielleicht auch da hinten, wer weiß. Ich schaue mich einfach überall mal um. So, okay. Schauen wir uns erstmal hier den Weg rechts an. So, Surfer, bla bla bla. Wo sind die Trainer? Da ist der erste. Die müssen wir nämlich alle noch platt machen. Dann können wir das halt jetzt machen, wenn wir hier den richtigen Weg suchen. Ja. Und okay, was habt ihr dabei? Doppelkampf. Ja, Goldini und Finion. So, Razor Leaf, Bam, Spark, komm, alles weg. Level 39, versucht Biss zu lernen. Tja, eigentlich nicht schlecht. Shockwave, Thunderwave. Brauchen wir aber nicht wirklich. Nein, eigentlich nicht. Razor Leaf auf Finion ist besiegt. Sehr gut. Okay, wo kann der richtige Weg sein? Verratet ihn mir. Auf jeden Fall ist hier noch ein Trainer.
Und wenn, werde ich im nächsten Part erst wieder einschalten, wenn ich den richtigen Weg gefunden habe, bevor ich mich hier total verfranse. Das würde irgendwie dann zu lange dauern. Und okay, Wingull, boah, wir sind hier alle noch schwach, echt mal. Trishy ist schon fast auf Level 40. Und ja, haut ganz schön rein, das Pokémon. Merrill, okay. Kein Problem, auch besiegt. Neun Trainer. Ja, komm, Trainer. Zeig, was du drauf hast, Kollege. Mit deinem Finion. Ja, und dann kommt Wingull noch. Bams, komm, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Noch ein Trainer, ja. Besiegen wir alle. Goldini, ja, komm, hau rein. Hast schon verloren, könnte man schon fast sagen. Bams, und ja, definitiv hast du verloren, wenn man so ein wundervolles Voltensor hat, das alles wegfegt. Da wir auch irgendwie 15 Level drüber sind. Und ja, keine Ahnung. Seepass, da liegt ein Item. PP ab. Okay, da geht's glaube ich weiter, oder? Was ist das hier? Bee Woods, watch out for bees. Watch out of Käfer. Bestimmt geht's hier weiter. Hier war ich nämlich noch nicht. Was haben die hier für ein Level? Ja, hier muss es weitergehen. Sieht gut aus, würde ich sagen. Level 40. Okay, dann können wir hier mal wieder, wer ist es? Fire Kick reinrufen. Blaze Kick, Bams. Ja, wir sind richtig. Bienen. Ich glaube mal einfach, dass wir richtig sind. Ich hoffe es doch mal sehr. Level 38. Und ja, jetzt setzen wir mal was anderes nach vorne. Auch mal Tuba. Das kann ja Eisstrahl und Surfer. Und ja, dann sollte es doch hier ganz gut klarkommen. Hurtscale, war klar, dass da was drin war. Herzschuppe, glaube ich, heißt Hurtscale. Ja, müsste. Und okay, dann habe ich ja doch den richtigen Weg noch gefunden. Wow, glücklicher Zufall. Mir ist aber sofort der Eingang aufgefallen. Das war auch nicht schwer zu erkennen, finde ich. Und okay, wow. Verzeihung, Espeon, Surfer, zweimal, das reicht. Das war, boah, Delicate, die war Enekoro, auch schnell besiegt, kein Problem. Und Octillery, Twister. Mach einfach mal Twister und nochmal, Bams. Es flincht, juhu, es flincht nochmal, Twister again und down. Super, da ist das Kamerateam, waren das nicht Pia und Udo immer? Heißt hier auf jeden Fall anders. Gabby und TJ. Oh Gott, zum Glück haben wir Ice Beam. Sonst wäre das jetzt irgendwie ein bisschen schmerzhaft. Ja. Knaxel, okay, Tuba reicht Level 36. Razor Leaf gegen Magnetilo. Und ja, nochmal Razor Leaf. Okay, Surfer hat für uns gewonnen. Und nein, wir geben dir kein Interview. Da du ein böses Knaxel hattest. Knaxel geht gar nicht. Okay, so, nächster Trainer. Was? Er will uns eine Angel geben. Good Road, danke. Vielen Dank für die Angel. Nächster Trainer. Ich bash sie einfach alle weg. Habe ich jetzt irgendwie Lust zu. Und ja, Bubble Beam kriegen wir ab. Geil. Besiegt, sehr gut. Und ein Morabel. Okay. Natürlich sofort down. Okay, da ist wieder Ash. Ja. Sonst wäre das ja mal Troy gewesen. Aber hier ist es Ash. Hi, I'm Trainer. I met an. Ja. Karis, Gent-Region. Oh, das ist die Gent-Region. Okay, many types. Ja. Was trainierst du für Pokémon? Sagt den gleichen Text wie Troy. Nur, dass er halt aussieht wie Ash. Okay. Obwohl, wir sehen eigentlich auch aus wie Ash ein bisschen. Vom Backsprite definitiv. Und Hilfe, Staraptor Ice Beam. Ice Beam ist echt eine super Attacke für Seemon. Und mein Team gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich könnte noch ein neues Teammitglied vertragen. Wenn ich ein gutes finde, werde ich es fangen. Werde ich euch noch Bescheid sagen, natürlich. Und ja, hier können wir cutten, um noch an ein paar Beeren zu kommen, die ich mir jetzt einfach so holen werde. Ja, hier hinten die. Citrus Berries. Okay, die heilen 30 KP. Die nehme ich doch einfach glatt mal mit, würde ich sagen. Und ja, dann geht es im nächsten Part hier weiter in diesem Bienenwald, glaube ich zumindest. Hier liegt noch Hyperpeuschen. Und ja, ich glaube, dann geht es hier schon aus dem Wald raus, oder? Sieht zumindest aus. Sichlor, cooles Pokémon. Sunpass. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter, hier auf dem Sunpass. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Ruby Destiny Reign of Legends. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.